Es gibt ein Passspiel, fast umsonst oder für fast umsonst. In der Tat komme ich gleich mal drauf zu sprechen und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, ja wieder ein bisschen verspätet, aber ja, viel um die Ohren, schönes Wetter und nicht unbedingt immer Lust am PC zu sitzen, aber im Moment ist ja auch schon so ein bisschen so Urlaubsfeeling, sagen wir mal so, ja, so ein bisschen oder verbreitet sich so ein bisschen Urlaubsfeeling. Zumindest die, die jetzt so wie hier in Nordrhein-Westfalen ja noch keine Ferien haben, aber schon in den Urlaub fahren können, weil Kinder nicht mehr mitwollen oder schon aus der Schule raus sind. Die sind natürlich schon unterwegs und das ist natürlich auch bei mir letztendlich so. Aber auf diesem Account hier wollte ich eigentlich gar nicht spielen. Aber ich wollte euch zumindest auf diesem Account was zeigen, denn es gibt ein Passspiel umsonst tatsächlich. Und zwar, ja, ich habe noch nicht so viel hier gespielt, aber dieses Passspiel ist eigentlich umsonst. Und ihr dürft euch da nicht von verleiten lassen, dass ihr 10-mal ein Mauerstück in eurer Bauarbeiterbasis machen müsst. Das müsst ihr nicht machen. Also falls ihr so ein bisschen abschreckend dort das Ganze gelesen habt, das heißt also, würde hier 2 Mauerteile tatsächlich verbessern. Und das reicht nämlich auch, weil ein Mauerteil hier steht für 5 Mauerteile in dem Passspiel. Habe ich es eigentlich schon gewusst. Ich glaube, ich habe es schon mal gewusst, weil ich glaube, dieses Spiel gibt es auch sehr ähnlich bei den Clanspielen ab und zu mal. Und deswegen verbessern wir das mal. Das heißt also, wenn ich jetzt 2 Stück hier verbessere, dann habe ich 10 Mauerteile verbessert. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich noch eine Gurkenmauer habe hier. Aber ich glaube, das ist meine letzte verbleibende Gurkenmauer hier, ne? Diese hier machen wir mal nochmal fertig. Und damit haben wir das Passspiel nämlich gespielt. So einfach kann es hier bei Clash of Clans sein. Das Coole, das wirklich Coole ist, das bekommt man sogar geschenkt. Also bei meinen hohen Accounts, wo ich die Hütte ja schon fertig habe oder das gesamte Dorf fertig habe, ist... dort brauchte ich das gar nicht machen. Dort habe ich das einfach so geschenkt bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Und ich springe aber kurz mal auf einen anderen Account und dann sehen wir uns sofort wieder. So, dann sind wir auf einem anderen Account. Mit dem Account habe ich das übrigens auch, habe ich genau das gleiche gemacht. Und ich muss so ein bisschen mit den Accounts hier Clanspiele spielen. Ihr seht, wir haben wirklich wenig Punkte im Moment und ist natürlich ein bisschen schwierig auch, weil wir auch nur hier 30 Leute sind und im Moment sind es aktiv 12, die hier ein bisschen spielen. Tod hat noch gar keinen Punkt gemacht. Elbjunge ist schon durch. Naja, so ist es. So ist es. Aber ich wollte hier eigentlich vorab noch was anderes machen. Und zwar ein bisschen Elex ausgeben. Einmal hier für den Warden, den machen wir fertig. Und damit ich den ganz fertig habe, nehme ich den gleich mal auf 20. Dann hat der Toto wenigstens hier maxed. Worden zumindest für diese Rathausstufe hier, so muss ich es ja sagen. Zumindest für die Rathausstufe. Und kann ich eigentlich einen Hammer nachkaufen? Ne, kann ich noch nicht. Habe ich nämlich heute Morgen erst gekauft, weil ich die Folgen natürlich so ein bisschen vorbereite. Aber gehen wir mal rein. Wir sind Rathaus 11 und müssten eigentlich einen 10er machen für 300 Punkte. Ist natürlich nicht schlecht. Gegen ein Rathaus 10, 300 Punkte oder ein bisschen dunkles 4K nur. Okay. Das geht natürlich immer, dann ist auch egal, was wir für ein Rathaus nehmen, aber ich glaube, wir nehmen ruhig mal das 10er hier für 300 Punkte. Und gehen wir mal rein. Jetzt müssen wir natürlich nur ein Rathaus 10 treffen. Wahrscheinlich ist genau das Spiel wieder nicht das richtige Spiel für mich. Ich sehe schon. Es ist immer so. Es ist immer so oder es ist immer das Gleiche. Jetzt finde ich keinen 10er, weil ich schon zu hoch bin in der Liga. Kann gar nicht sein, oder? Mann. Ne, da ist er doch. Na bitte, da ist er doch. 300 Punkte. Ein Stern mussten wir noch machen. Wir mussten den gar nicht ganz zerstören. Ne? Okay, dann gehen wir los. Oder hauen wir mal rein. Luftabwehren sind dort. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, da kriegen wir sogar den Bogenschützen mit weg. Okay, machen wir das mal hier auch. 1, 2, 3. Alles klar. King rein, Queen rein. So, mal gucken, wie weit wir hier kommen, ob wir die eine Luftabwehr da vielleicht noch wegkriegen. Oder aber auch nicht. Mal sehen, hier können wir, glaube ich, schon mal mit dem E-Drachen starten. So, 40er King, den habe ich noch nicht weiter gelevelt hier, aber 49er Queen, das heißt, die ist auch bald fertig. Natürlich auch cool. Und wir kriegen die eine Luftabwehr da noch, wunderbar, perfekt.
Dann können wir hier so ein bisschen weitergehen. 1, 2, 3. Ein Drachen dahinter. 2, 3. Ach, guck mal, da kommt uns der Tesla ja wie gerufen, ne? Da kommt uns der Tesla ja fast wie gerufen. So, dann gehen wir hier mal durch. Ja, ich glaube, ich brauche die Klammbuch nicht. Hoffe es mal nicht, sagen wir mal so. Hoffe es mal nicht, dass ich die Clanbook brauche. So, ja, nein, die brauche ich nicht. Ist nur ein Rathaus-Szene. Ich meine, so geht es. Im Moment bin ich sowieso der Dip-König vom Herrn. Vor allem im Clan Herausforderer habe ich die letzten Clankriege nur gedippt. Also so ziemlich nur. Ah, nee, stimmt gar nicht. Nicht ganz nur, aber ziemlich hart am Dippen. Ich meine, das ist auch ein Dip hier. Das ist jetzt das Clan-Spiel. Ja, ich weiß, war viel zu teuer. Der Loot passt natürlich jetzt nicht zu dem, was diese Armee hier kostet, aber letztendlich war es ja für das Clanspiel für gut. Er spielte 300 Punkte oder leicht, er spielte 300 Punkte. Ich will mal sehen, dass ich noch ein bisschen mehr oder euch ein bisschen mehr hier aus dem Pass und aus den Clanspielen zeigen kann. So, da haben wir das nämlich gemacht hier, 300 Points. Und ich denke mal, hier im Pass gibt es auch wieder für die Clanspiele Punkte. Jawohl, 200 Punkte, okay. Das sollte man eigentlich immer machen. 200 Punkte, die sind nämlich wirklich, wirklich mal ultra, ultra einfach. Und um euch das eben einmal zu zeigen, wie das beim Toti aussieht. Also Toto, Toto, das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen. Da sieht das nämlich sehr, sehr ähnlich aus. Okay, da sieht es ähnlich kaputt aus. Alles klar. Haben wir hier noch Truppen drin? Nee. 2 von 38 Zeus. Aha. Danke, spielt hier, aber seit längerem nicht mehr aktiv. Das ist mein zweiter Account, okay. Wessen Account ist das? Möchte ein paar Sachen planen statt spenden. Bin dann auch wieder weg, aber das ist natürlich nett. Das ist natürlich nett. Und aber schade, dass er dann leider wieder weg ist. Man kann es den Leuten halt auch nicht recht machen, aber gar nicht mal schlecht. Hier haben wir auch ein bisschen was verloren. Herr Rombarden ist hier gegangen. Und noch jemand ist gegangen oder gegangen worden, weiß ich gar nicht so genau. Clanstadt 2900 Punkte haben wir schon. Ich glaube, man braucht 3200 Punkte, um hier einmal komplett mit Überfallmedaillen alles einmal zu kaufen, wenn man denn alles auch ein bisschen ausgeben will. Und deswegen spare ich im Moment noch ein bisschen. Hab hier beim Thorsten, wie gesagt, das Passspiel hier auch schon, glaube ich, gemacht. Das müsste das letzte hier sein. Ah, ne, warte. Verbessere 10-mal ein Mauerteil in deiner Bauarbeiterbasis. Das brauchte ich gar nicht machen. Denn ich habe einfach hier ja alles fertig. Ich kann es gar nicht spielen, das Spiel. Und deswegen schenkt uns Supercell einfach mal 100 Punkte hier fürs Nix-Tun. Was natürlich sehr, sehr nett ist. Was müssen wir hier machen? Alles. Perfekto. Dann fragen wir hier mal an. Wir haben Luft am Start. Anfragen. Okay. Ich habe euch ja gesagt, ich bin hier der große Dipper. Und so, mal absenden. So, dann kann ich mir auch gerade selber ein bisschen was spenden. Kommt sofort. Und dann können wir hier unseren Angriff machen. Perfekt, ich hoffe, ihr habt die Clanspiele auch schon cool gespielt, beziehungsweise bespielt die noch cool. Ah, jetzt habe ich da unten auch was versäumt. Das sollte man natürlich auch nicht versäumen, seht ihr. Ach, ich wusste es. Ich habe hier unten nämlich, der Avatar hat jetzt gerade ein Clanspiel angenommen, wo er ein paar Truppen spenden darf. Und das hat er jetzt auch gemacht. Allerdings hat er jetzt nur so ein paar Pünktchen dazu bekommen. Ich kann euch das auch hier zeigen. Man kann das ja mal ganz gut sehen. Clan und Afa, wo ist er? Herr Avatar hat auch noch nichts gemacht. Aber man kann ja das Clan-Spiel sehen, was er gerade macht. Und er hat jetzt gerade 20 Pünktchen bekommen für die Ballons. Ärgerlicherweise. Ich hatte ja noch Zauber mit reingelegt und auch den Drachenreiter. Naja, aber auch immer, also ich vergesse es aber auch wirklich sehr, sehr gerne, hier dort einen Drachenreiter zu nehmen. Verdiene einen Stern mit dem Drachenreiter, 150 Punkte. Mit dem Giftzauber machen wir mal ruhig. Wir haben ja einen Drachenreiter bekommen. Und dann gehen wir mal rein in die Suche. Mal sehen, wie das hier heute Mittag so ist. Ich meine, wir haben ja gar nicht Mittag. Sondern wir haben schon ein bisschen in den Nachmittag hinein. Oh, das ist ein Rathaus 13. Ein bisschen Loot will ich aber auch haben. Was haben wir denn eigentlich am Stissel hier? Ah, wir haben einen Suilalo, so heißt das, glaube ich. Also eine meiner
Paradedisziplinsarmeen, wo ich gar nichts mit kann, aber immerhin traue ich mich, diese Armee auch immer wieder auszubilden. Das ist schon mal nicht schlecht. Und auch immer wieder zu spielen. Denn eigentlich liegt mir so ein Suri ja so überhaupt nicht, aber man muss auch immer mal wieder ein bisschen üben. So, hier können wir ein bisschen üben. Queen ist da zwar in der Mitte, ist aber nicht so schlimm. Und zwar nehmen wir das dann so. Das Rathaus könnten wir bekommen. Mal sehen, ob wir das irgendwie kriegen. So, einmal den gezückt, den Mauerbrecher dort. So, dann können wir hier schon mal vielleicht ein Ballönchen nehmen. Perfekt. Ah, das sieht doch gut aus. So sieht das doch gut aus. So ist das doch nicht so schlecht, ne? So, da können wir dann schon mal ihn hier zünden, sicherheitshalber. Und kommen dann mal von hier so ein bisschen so ganz vorsichtig mit so ein paar Ballons hier raus. Oh, das ist doof. Ah, ja, ich habe was vergessen. Ah, Mist, Leute, ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Ah, da seht das wieder. Mein Sui, ne? Der geht echt gut, ey. Der geht wieder super. Jawohl. So, ihn da rein. Ihn weg. Und den friesen wir mal. So, dann haben wir immer noch ein paar Ballons hier. Drei. Oh, schlecht ist das gar nicht, ne? Aber halt ein bisschen viele Fronten, ne? Etwas zu viele Fronten hier. Und oh, der ballert da ja immer noch, der Adler. Meine Herren, ey. Kann ich gar nicht glauben. So, den Rollchampion hier müssen wir allerdings... Ach nee, das ist ja unser Rollchampion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, Max zieht mich immer so ein bisschen auf hier. Na, ging ja doch. Ich hatte aber auch Lack, dass der nur Ballons in der Clanburg hatte. Und aber Max zieht mich hier gerne auf, so nach dem Motto Toto. Das müssen wir aber noch mal üben. Ja, müssen wir auch wirklich üben. Ich meine, deswegen mache ich es ja. Und beim Ballonsetzen werde ich halt immer ultra nervös und kann meine Finger nicht stillhalten, weil ich sie eigentlich immer sehr, sehr gerne alle raushauen würde, die ganzen Ballons. Ist aber nicht richtig. Ihr müsst die so ein bisschen surgical setzen, so heißt das. Also immer so drei, vier Stück pro Defensive. Eigentlich sollte man den Blick dann auch ein bisschen auf die Defensive werfen, gerade auf die Bogenschützentürme zum Beispiel, schießen die gerade woanders hin. Na, und dann kann ich die natürlich auch in den Rücken spielen, sage ich mal. Aber ist mir ja so eigentlich ganz gut gelungen. Und damit haben wir das Clanspiel vor allen Dingen auch geschafft. Perfekt. Ja, so einfach geht's. Aber ich habe schon ein paar Punkte gemacht hier mit dem Toti. Und wir bauen die Armee wieder nach, denn... Ach, kann ich gar nicht. Okay. Viel von den Teilen habe ich eigentlich noch. Hier von 5. Oh, ich habe ja immer noch... Ach, ich hab aber auch Dunkles alles gemacht. Okay, ich habe auch Dunkles ein bisschen über. Naja, über hat man es Dunkle eigentlich nie. Aber jetzt kann ich die wieder bauen zum Üben. Und ja, dann können wir ein bisschen weitermachen. Ich hoffe, ihr habt die Clanspiele auch schon so ein bisschen angegangen. Umsonst Clanspiele hier gibt es eigentlich nur eins. Und zwar, wenn man 5 von den Obstacles aufsammeln muss. Also von den Hindernissen hier. Das habe ich allerdings, glaube ich, auch schon mit einem hier gemacht. Aber sonst gibt es da oben halt kein Umsonst-Passspiel oder Umsonst-Clanspiel-Clan-Pass. Umsonst-Clanspiel, aber wie gesagt, im Pass gab es das umsonst. Das mit den Mauern. Und ja, ich denke, ihr habt das auch mitgenommen oder habt euch zumindest gewundert. Hopsa, was ist da denn passiert? Warum habe ich hier 100 Punkte gerade gekriegt, obwohl ich... mal so gar nichts gemacht habe. Und zum krönenden Abschluss nehmen wir hier unser aller Lieblingsdorf, das Nachtdorf oder die Bauarbeiterbasis. Obwohl Nachtdorf trifft es eigentlich besser, ne? Wir haben ein Heimatdorf, wir haben ein Nachtdorf und wir haben eine Clanstadt. Oh, das hört sich eigentlich gut an, ne? Hört sich eigentlich wirklich gut an hier bei Clash of Clans. Wie so eine kleine Familie. So hört sich das hier schon an. Und ich meine, das sind hier, ich wollte gerade sagen, das sind unsere Babys hier. Nee, das sind natürlich nicht unsere Babys, sondern das sind unsere mutig kämpfenden Einheiten hier. Meine Maschine. Ah, nein, nicht dahin. Dahin, ja, dahin. Da bist du besser. Sehr schön.
perfekt hier in Zusammenarbeit mit den Super Minions hier. Nicht mit den Super Minions, sondern mit den Lakaien. Sehr schön gemacht hier, 64%. Mal sehen, ob es reicht. Ob ich irgendwann mal wohl in die 5000 Pokale komme. Ich weiß gar nicht, wann ich da das letzte Mal war. Es ist schon sehr, sehr lange her. 5131, aber ich hab jetzt auch mal gesehen, dass auch hier, Alter, 6871. Okay. Könnte man ja mal ein bisschen challengen hier, ne? Mann, 19 Sachen habe ich noch abzuholen, jawohl. Und das mache ich ja meistens immer, dass die oberen Sachen hole ich mir meistens ja ab, aber die unteren, da gucke ich erstmal, wo ich was ausgeben kann und wo nicht. Aber wieso kämpft denn der noch hier? Was macht denn der wieder so lange? Ich meine, eigentlich ist es jetzt nicht mehr, er verliert gegen mich, oder? 62, nein, ich habe auch nur 64, ne? Oh, ich habe Glück. Ah, nein, er hat noch einen Lakaien. Oh nein. Gleichstand, aber ich war schneller. So ein Glück. Scheiße. Ja, das tut mir ein bisschen leid für ihn, okay. Aber so ist das manchmal, 4978. Noch ein Sieg und ich bin wieder unter den 5000. Alles klar. Ich hoffe, das ganze Update oder die Update-Folge hat euch ganz gut gefallen. Update kommt übrigens. In der zweiten Hälfte des Junis hat der Darien gestern auf Twitter gepostet. Also auch da bin ich immer so ein bisschen zumindest so semi-aktiv am Mitlesen und dann kommt ja doch was. Da lassen wir uns mal überraschen. Also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Und es kann eigentlich nur was fürs Heimatdorf sein. Denn nachdem die Community ja so aufgeschrien hat, Clanstadt, wir haben alles gewollt, aber nicht das. Ja, weiß ich auch nicht. Wir haben auch gar nicht viele Medaillen gemacht. Aber das liegt auch daran, dass wir auch nicht wirklich viele Angriffe gemacht haben oder Überfälle abgeschlossen haben. Letztendlich haben wir gut gespielt. Nur, es wird auch nicht einfacher. Ihr seht, uns fehlen nur noch zwei Bezirke hier, Drachenklippen und Golem Steinbruch. Und das ist bei den Gegnern natürlich genauso. Und deswegen brauchst du natürlich jetzt viel, viel mehr Angriffe, um hier eine komplette Clanstadt auch beim Gegner zu legen. Also A, dauert es ein bisschen länger, beziehungsweise du musst viel, viel mehr Angriffe machen und schaffst deswegen auch nicht so viel. Denn wir haben hier, das habe ich zumindest so recherchiert, mit guten 32 Leuten angegriffen. Okay, viele oder einige haben hier natürlich nicht alle Angriffe gemacht. Ihr seht das hier. Aber die Masse hier bis 21 haben 6 von 6 Angriffe und dann wurde es ein bisschen Mauer und ich hatte wieder so ein bisschen Zeitsorge. Ja, ist egal, deswegen Chefkoch da unten den einen. Da war die Zeit eigentlich schon fast abgelaufen. Naja, sei es drum. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und immer schön umsonst hier Clanspiele machen oder das Passspiel mitnehmen. Bis dahin, vielen Dank, euer Toto. Echt.